Hallihallo, Hallöle, meine lieben Bücherwürmer. Ich bin Last Exit 1988 und ich präsentiere euch Part Nummer 11 des Let's Plays Breath of Fire 3. So, wir gehen jetzt wieder auf die Map. Und wir sind im letzten Part leider nicht so siegreich aus dem Turnier hervorgegangen. Genau, und jetzt gehen wir mal hier zur Brücke, weil wir wieder nach Windia wollen. So, Mayekis zur Brücke. Dann dürfen wir eigentlich problemlos hier vorbeikommen können. Gehen wir erstmal hier unten lang, bevor wir zur Brücke gehen. Weil hier haben wir, glaube ich, noch was. Oder auch nicht. Ne, hätte ja sein können. Oder vielleicht hier unten? Ne, kommen wir gar nicht hin. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Und dann schauen wir da einfach mal. Okay, was passiert jetzt? Da sind einige Banditen und natürlich Balio und Sunda, die natürlich wegen der Sache mit dem Turnier nicht so zufrieden mit uns sind. Das heißt, die haben uns jetzt hier umzingelt, eingekesselt. Wir kommen hier nicht weg. Genau, und er entlarvt uns hier als Problemkind. Ja, klar, der Drache ist immer das Problemkind, ne? Und die beiden haben dann ihre gesamten Leute mobilisiert. Ziemlich viele Raucher unter ihnen. Nicht gut. Haben wir einen mit Corona-Schutzmaske, einen mit Kippe und einen Messermann. Oh, wir dürfen kämpfen. Oh, cooler Bosskampf. Coole Bosskampfmusik. So. Wir haben jetzt hier ein paar neue Attacken gelernt. Ist ja die gleiche Musik wie gegen die Geister von McNeil. Naja. So, und sie kann auch schon diese wundervolle Blitzattacke. Implo-Auge. Ja. Wirkt, glaube ich, nicht, ne? Jetzt greifen wir erstmal hier den vorderen an. Oh, und der eine, der kann aufbrausen. Hm, nicht gut. Naja, hier werden wir jetzt nicht großartig eine Drachenverwandlung machen. Und austeilen können jetzt auch nicht so gut. Ich wollte einfach nur mal die Wurfattacke ausprobiert haben. Hey, lässt du Nina in Ruhe? Ja, der war da zwar nicht, der gemacht hat, aber der erste ist platt. Jetzt haben wir wenigstens keinen Turnierstress mehr. Dafür haben wir hier anderweitig Stress. So, wir haben hier den 22.12. Das heißt, in 2 Tagen ist Weihnachten. Bzw. Heiligabend. Und ja. Ich denke mal, da wird jetzt der letzte Part vor den Feiertagen sein. Und auch über die Feiertage werde ich nichts machen. Weil Prioritäten, ey, man möchte ja auch mal ein bisschen seine Ruhe haben, an Feiertagen zumindest. So, sind wir uns hier mit Hut vor. Ah, schade. Machen wir da so, machen wir den jetzt mit Hut platt. Schade, Nina keinen Gnadenstoß gegeben. Aber dafür Rio. So, ist er alleine. Ah, jetzt können wir, oder? Machen wir Auto-Battle. Na, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Lass mal lieber sein. Okay, hätte jetzt sein können, dass er irgendwie eine Todesattacke aus dem Hut zaubert. Oh, dreimal Fleisch bekommen. So, aber ja. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich wieder mit den beiden prügeln. Erneut. Na. Genau, wir haben viele Männer hinter uns, ja. Das heißt, wenn wir abhauen sollten, nö. Da steht auch schon der Gar, der jute Mann. Der jute muskulöse Gar. Mr. Dynamit. Jetzt sag nicht, der hat die alle platt gemacht. Diese, sie waren im Weg. Geil. Einfach nur Badass. Der hat die einfach alle platt gemacht. Total, ich liebe sowas, ja. Der hat die zum Frühstück gefressen. Ich finde sowas ja Hammer, ne? So. Oh oh, ja, jetzt geht's ihn, glaube ich, an den Kragen, den beiden, ne?
Weil er es kann, ne? Weil er gar ist. Er ist nicht roh, er ist gar. Tja, und da die beiden uns nicht in Ruhe gelassen haben, genau, gibt es jetzt Klopperei. Ah, jetzt können wir gar aussuchen. Bitte drei Partymitglieder auswählen. Schön. Gut, also Gar und Rio können wir auf jeden Fall nicht austauschen. Ja. Ja. Machen wir mal so, wir behalten Momo. Dann kann die auch mal ein bisschen leveln. Das heißt, wir haben jetzt einen Bosskampf. Und wir machen auf Abwehr. Wir machen hier die Abwehrhaltung. Das heißt, die stehen alle nebeneinander in einer Reihe. Tja, wer auch immer der Boss ist, ich dachte, die sind die Bosse. Der ist so richtig hart gesotten, der Typ. Sowas sind in RPGs meine Lieblingscharaktere. Okay. Wahre Stärke? Was passiert? Das sieht nicht gut aus. Oh, das war eine Ansage. Okay, haben wir jetzt auch irgendwie Brutkräfte oder was? Auf jeden Fall packen die jetzt gerade ihr Ass aus. Ach, sieht nach einer Fusion aus. Metamorphose, Stallion. Aha. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Hengst erstmal richtig eins auf den Deckel geben. Gut, jetzt machen wir natürlich erstmal so. Wir buffen die Gruppe. Und jetzt gucken wir uns erstmal hier das Moveset an von Gar. Pyrokinese, sage ich jetzt einfach, und Aufbrausen. Wir setzen eine Pyrokinese ein. Okay. Ja, dann lassen wir mal lieber. Wir greifen einfach an mit Momo. Und da sehen wir den Barrierezauber. Erhöht wahrscheinlich die Abwehr. Oh, jetzt können wir wenigstens unsere Schutzstrategie wieder fahren. Unsere Gruppen-Death-Buff. Und nächste Runde gibt es dann Drachen-Action. Oh, dann angezündet. Oh. Ja, sieht solide aus zumindest. Gucken wir mal. Ja, Verteidigung. Das reicht. Und dann machen wir mal einen normalen Angriff mit Gar. Okay, ich dachte, er könnte den stärkeren Blitzzauber. Tja. Jetzt haben sie einen Drachen am Hals. Da kann das Pferdchen gleich erstmal in die Hölle reiten. Oh, 52. 63. Das ist doch mal ein schöner Treffer. Wir machen einfach mal aus Spaß einen Konter. Und Momo kriegt jetzt Heilkräuter. Und richtig, komm. Okay, was das jetzt bewirkt hat, weiß ich nicht. Vielleicht erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass er sich rächt. Kann ja sein. Ein richtiger Ochse, der Typ hier, ey. So. Wir machen Flammenklaue. Angriff. Und hat eine hohe Verteidigung, dieser Gar. Aber der hat wenig MP. 62, ja. Auf jeden Fall hat er natürlich mehr Energie. So. Jetzt machen wir mal hier brechen. Mindert die Abwehr eines Ziels, das ist gut. Waffen was sie sich selbst. Ach scheiße. Mache ich nicht nochmal. Ich glaube, Gar braucht noch nicht mal den Schutzbuff. Aber damit haut er, damit hält er noch viel mehr aus, denke ich. Ja komm, machen wir Flammenklaue. Oder auch Spaß eine Pyrokinese. Und Rio kriegt jetzt den Schutzzauber. Widerstand.
Okay, sieht auch cool aus. Und fängt wahrscheinlich einen Angriff ab. Hoffentlich nicht den. Scheiße. Genau den. Danach kriegt Gar den Buff halt, ne? Pyrokinese. Okay, das fängt eine ganze Runde Schaden ab. Ist nicht gut. So machen wir das dann. Und dann wird richtig... Was? Größ? Oh, Taste the Rainbow oder was? Regenbogenfarbe. Flächenschaden. Ja. Ich glaube, wir sollten da so ein bisschen schneller machen jetzt. Kittekat. Ja, kriege ich meine Katze auch immer. Kittekat. Okay, wir machen mit Gar auf jeden Fall normale Angriffe. So machen wir das dann. Oh, ja, Gar und Momo brauchen Heilung. Sehr gut. So, das wäre es dann, glaube ich, für Drachenrio gewesen. Er hat aber schon gut bearbeitet. Das heißt, ja, nächste Runde übernimmt er dann die unterstützende Heilerrolle. Und er heilt dann Gar. So machen wir das dann. Da ist schon wieder, ja, gut, hat natürlich ein bisschen mehr Energie. Okay, jetzt wirken wieder keine Angriffe gegen ihn. Verstehe, das ist seine Strategie, von Zeit zu Zeit mal Schaden abzufangen. Hm. Gut. Ah, komm, machen wir nochmal so. Scheiß drauf. Richtig, Mensch. Mann. Okay, geht noch nach oben die Abwehr. Schön mit der Bazooka drauf. Boah, ich mag das so, ne? Ja, und er heilt sich jetzt mal mit einem Vitamin. Und die beiden greifen an. Ich glaube, noch ein Schlag übersteht Rio nicht. So, so. Nö, heilen muss ich noch nicht. Jetzt können endlich mal alle drei zuhauen. Oh, der macht auch 33 Schaden, ja. Von der Gesamtheit her okay. Okay, was passiert? Sonst war das über 60. Was Momo abgezogen hat. Größenangriff oder was? Au. Oh. Okay, ich hoffe, das war's dann. Vielleicht sogar für die Runde. Ah, komm, bitte. Nee, scheiße. Ah, es wird auf jeden Fall eine heile Runde. Ne, nochmal zurück. Also, Rio heilt Momo. Gar heilt Rio. Und Momo heilt Gar. Sehr gut. Jetzt haben wir Vitamin, aber ist halt so. Widerstand. Okay, ich mache die Runde eh keinen Schaden. Von daher ist mir das egal. Mach mal schön den Widerstand. Du hast hier so ein Schweizer Käse. Sein Irokese da. Vom Stallion. Und durchlöcherten Irokesen. Ja, und nächste Runde wird dann wieder munter drauf gekloppt. Oh, probieren wir mal aufbrausen. Oh, die coole Animation, wenn er einen Zauber vorbereitet. Oh mein Gott. Okay, 6 Schaden. Meine Güte, hat es ja gar nicht gelohnt. Ne, wir machen lieber ganz normale Angriffe mit Gar. Die hauen gut rein. Ach, scheiße. Zieh den Kampf noch nicht nur in die Länge, Stallion. Du hast verloren, du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Gerade der König des Trash-Talks
so machen wir das dann. Ruck. Ah, passt schon. Bisher noch kein Crit. So machen wir das dann wieder. Ja, mal gucken, ob wir nächste Runde heilen müssen. Sie hört sich cool an, die Attacke. Ja, ich glaube, nächste Runde heilen. Oh, oder auch nicht. Das heißt, wir haben die beiden getötet. Endlich. Und Momo ist Level 14 geworden. Sehr schön. So, das heißt, wir haben unsere Peiniger jetzt endlich mal überm Jordan geschickt. Gut, jetzt ist Nina wieder in der Partie. Also vom Dialog her, ja, haben wir da dann immer so, wie das dann, haben wir dann den Ursprungszustand von der Gruppe und der Charakteraufstellung her. Genau. Können wir jetzt endlich da Windia? Stimmt, die haben wir beinahe vergessen, die beiden, ne? Boah. Das sagt er jetzt nur, damit der ganz schnell zum Engelsturm mitkommt. Und der holt jetzt erstmal die Augen aus. Meine Güte. Ja, genau. Wenn er die Drachenkräfte nicht gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich tot. Ja. Ja, es ist auch ein schönes Gefühl, jetzt endlich mal Urlaub zu haben. Heute den letzten Arbeitstag gehabt. Morgen geht der Urlaub los. So, ja, nach der Musik zu urteilen, die Musik klingt nach Urlaub. Jetzt gehen wir mal hier runter. Hier finden wir doch bestimmt irgendwas. Wir finden hier eine Hütte, ein Bäumle. Gucken wir mal. Oh, was haben wir denn da? Halt. Ein weiteres Drachengehen. Schön. Was finden wir denn für ein Gehen? Das Frostgehen. Schön. Und dann gehen wir einfach mal hier in die Hütte rein. Dann schauen wir doch mal. Wir gehen natürlich direkt an die Schränke. 400 Cent. Ja, cool. Hat jemand sein Erspartes dort deponiert? Dann gehen wir mal hier in die. Reden wir mal hier mit der blauhaarigen Frau. Okay. Ekal, der Maler. Und ich bin der Streicher. So. Naja gut, hier ist nichts mehr zu finden, außer diese Beute von 400 Zenny. Jetzt gehen wir mal nach Durandal, heißt der, glaube ich. Gucken wir mal, wir können uns ja jetzt so ein paar Fähigkeiten abholen, weil wir ja einige Level gestiegen sind. Und jetzt können wir endlich nach Windia zurück. Jawohl. Bali und Sunda sind tot, die können uns nicht mehr trollen, die können uns nicht mehr stören. Und jetzt hier zum Hinterhof werden wir dann erstmal ein paar Fähigkeiten abstauben. Denke ich, weil wir einige Level-Ups haben. So. Genau, rede mal mit uns. Lange nicht gesehen, nur wiedererkannt. Aha. Genau, was kann er mir denn bieten? Unmotiviert. Warum will man sowas lernen? Was lernen Sie? Feigensleck. Nee, lass mal lieber. Also hier auch, ich trete auch aus bei ihm. Ja. Möchte noch jemand aufhören? Ja, Nina hört auf. Alles klar. Möchte noch jemand aufhören? Nein. Okay, ja gut, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Ich denke mal, bei einem anderen Lehrmeister hätte ich bessere Fähigkeiten gelernt. Naja, egal. Jetzt gehen wir erstmal nach Windia. Und dann genau, gehen wir wieder zum Schloss.
So, musste gerade gehen. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Aber wahrscheinlich hat man es gehört. Entspannte Musik. Total idyllisch. Mann mit Hut. So. Ja, kommt, glaube ich, nichts mehr Bossmäßiges. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und erkunden die Stadt ein bisschen weiter. Naja, glaube ich auch. So, geh mal in die Hütte hier rein. Oh, was ist das denn? Eine Bäckerei? Und da kriege ich sogar 5 Zenny aus der Bäckerei. Und wieder Schränke zum Durchwühlen. Was bekomme ich? Moxa. Was kann denn Moxa? Mal gucken, was Moxa kann. Spielerwillenskraft, ja, für Nina. Das glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einem Todestreffer so gesehen wieder nochmal sich aufbäumt. 15. Ah, ist eine Produktion hier, eine Brötchenproduktion. Verstehe, verstehe. Jetzt habe ich Bock auf gebackene Brötchen, ey. So Aufbackbrötchen. Eingereichertes Korn. So, jetzt erstmal hier hin. Dann gehen wir da draußen. Ich meine, hier müsste er, glaube ich, so noch nicht mal rein. Aber so könnte auch mal die Stadt ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen weiter. Auch die einzelnen Gebäude. Hallo, Omi. Dies ist Burg Windia, heißt sie. Hat die Katze mit uns gesprochen? Eine Katze, so. Man will ja auch meinen, ne? Genau, das ist dann auch so eine kleine Anlehnung an vergangene Breath of Fire Teile. Da konnte man ja mit Nina noch fliegen. Also mit einer anderen Variante von Nina. Ist ja nicht die gleiche. Ist ja immer eine andere Zeitepoche so gesehen. Nee, das ist ein U. So ungefähr. Das war eine schlechte Nachahmung einer Taube. So, dann sehen wir mal hier in die Hütte rein, hier bei der Bäckerei. 2. Hallo Opi. Ja, ja, spiel doch mal mit deinem Opi. So. Ach nee. Halt. Brot. Ich habe Brot gefunden, lecker. Und nochmal Brot. Hat jemand noch ein bisschen Geld für mich hier? Komische Bäcker, Konditor, Meister, Typ. Ja, wahrscheinlich dauert das zu lange, ne? Und er erzählt dir die Brote oder was? Meisterbäcker, okay. Für Geleegebäck. Boah, geil, so eine schöne Grube, wo die ganzen fertigen Brote reinfallen. Da muss er richtig gut riechen. Ich liebe da ja frisch gebackenes Brot, frisch gebackene Brötchen, den Geruch. Auch nur aus so einer richtigen Bäckerei. Und auch hier bei uns in der Gegend haben wir so einen türkischen Bäcker. Der backt Fladenbrote frisch. Es riecht immer so geil. Es riecht immer danach. Also wenn man da abends langläuft, also der macht ja abends auf. Und das riecht dann immer so Hammer. Da könnte man sich reinlegen. Da könnte man die gesamte Bäckerei leer futtern. So lecker riecht das. So, wie viel Zenny bekommen? 2. Mhm. Aha. Okay. Des Königs Erlaubnis brauche ich. Zum Passieren der Brücke. Das heißt, wir müssen sowieso hier hin. Damit der König sagt, jo, kannst durch. Ah, komm. Jetzt müssen wir mit Nina die Wache ansprechen. Oh, Prinzessin Nina, ihr seid wohl auf, ja. Da kehrt die Gute nach Hause zurück. Ja, und der heult natürlich. Natürlich ist er sehr, sehr traurig, weil die Prinzessin weg war. Keine Ahnung.
Ja, natürlich. Oh, natürlich. Ja, na klar, sofort. Ah, komm, dann gehen wir jetzt rein in die Burg. Da waren wir ja so gesehen schon. Nachdem wir das erste Mal uns in einem Drachen verwandelt haben, nachdem Balio und Sunder uns abstechen wollten. Aber diesmal mit einer tollen königlichen Musik. Und die sind jetzt hinten im Speisesaal. Oh, lecker. Leckerchen. Boah, erst Brot und dann schön Fleisch. Und dann erzählen die dann am Tisch von den Abenteuern. Meister Rio. Wo ist die Königin? Und er zweifelt an Rio. Zweifelst du etwa an Rio? Oh, Nina hätte sich beinahe verplappert. Und gar interveniert, indem er hüstelt. Ah, okay. Und der König fertigt uns den Passierschein A38 jetzt an. Sehr gut. Natürlich ist nicht der Passierschein A38, sondern der Passierschein A39 eigentlich. Ich sehe gerade, Momo hat ein Glas Rotwein auf dem Tisch. Trinkt sie etwa? Trinkt sie etwa ihren Kummer? Aber sie ist dafür. Weil das sieht total lecker aus. Schön das Fleisch vom Teller. Richtige Genussmenschen, die da am Tisch sitzen. So, und was passiert jetzt? Jetzt wechselt die Handlung, oder was? Ah, Nina ist auf ihr Zimmer. Okay, sie kommt wahrscheinlich, sie kann wahrscheinlich nicht mit. Oh, ist da passiert? Da ist etwas kaputt gegangen. Aber wir durchsuchen etwa Ninas eigenen Schrank und sie hat da 120 Zenny liegen. Dann gehen wir einmal hier hin. Nichts. Okay, sind wir rausgegangen. Sind wir überhaupt richtig? Aber laufen einfach mal hier oben lang. Okay, hier ist nichts. Das heißt, falsch. Dann gehen wir wieder zurück. Scheint da windig da oben zu sein in Windia. Windig in Windia. Wortwitz. Alle lachen. Sparwitz, einer lacht für alle. Atomwitz, alle strahlen. So, was ist jetzt passiert? Okay, aus der Halle. Und dann gehen wir mal in die Halle. Und hier ist dann das Rittertraining oder was? Okay, naja, gut. Ja, mit der Wache. Okay, zur Küche geht's da runter. Mhm. Aber die Halle ist trotzdem woanders. Und, was ist hier? Dort entlang. Also hier nach oben, oder was? Oh, Schränke. Schränke. Leider nichts drin. Sind arm, die Bediensteten. Naja. Klingen. Dieser Gar-Typ, ja, der ist halt muskulös, ne? Aber der hat das Herz am rechten Fleck. Nö, wir müssen gar nichts. Kannst sagen, hör mal, ich würde gerne, dass ihr mir erzählt, wie ihr aus den Fängen der Gaunen entkommen seid. Dann gehen wir hier hoch. Schloss erkunden. Okay. Ach, und der Opi, der hat Flügel, oder was? Och, der hat davon gar nichts gemerkt.
Naja. Alles klar, also für mich uninteressant. 11 Parts hat der Let's Play schon, du meine Güte. Ich versuche eben in diesem Monat noch locker auf 13 Parts, also auf den 13. Part zu kommen. Dürfte aber auch machbar sein, auch nach den Weihnachtsfeiertagen. Ach, da ist was passiert. Da ist das Geschirr zerbrochen. Aber zuerst wühlen wir die Schränke durch. Juwelen, oh. Schick, schick. Juwelen, das heißt, wir können die schön wieder verhökern. Zu Bares machen. So, was ist los hier? Aha. Tja. Es war keine Ratte, aha. Es war Mausi, es war eine Mausi. Es war keine Ratte, es war eine Mausi. Es war auch kein Hamsteri. Auf jeden Fall ist sie da lang gelaufen. Ist ein Vereiner. Naja. So gefakte Solidarität hier. Hoch. Meine Katze hat genießt. Hat man hoffentlich gehört. Gesundheit. Hatschi. Okay, die ist krank auf jeden Fall. Und da liegt sie im Bett. Okay, gut. Oh. Alles klar. Alles klar, Mutterchen. Es tut mir leid. So, dafür wird erstmal der Schrank durchwühlt. Münze. Juwelen, Juwelen, Münze. Jetzt nehmen wir mal hier hoch. Und da sitzt dann der König. Ritter Vincent. Aha. Hallo, Vaterchen. So. Genug gewühlt. Glaube ich, zumindest. Tja, könnte man auch so sehen, ne? Oh je, ein Helikopterritter. Oh je. Der möchte jetzt am besten 24 Stunden unter Beobachtung stellen. Okay, hier ist dann wohl nichts mehr. Nö. Jetzt geht die Suche nach Mausi weiter. Ja, was heißt dorthin? Hier lang oder was? Oh, nur mehr Schränke. Ich habe jetzt zwar gesagt, ich habe hier genug gewühlt. Heilmittel. Okay, dann haben wir. Sind wir hier schon mal falsch? Können wir hier schlafen? Ne. Da ist ein bisschen dann doch hier oben lang. Fangen wir mal den dicken. Aha. Okay, ja. Haben wir eine große Runde gemacht, obwohl wir das alles mit der kleinen Runde hätten erledigen können. Könnte ich alleine fortgehen und wie wir das können. Höhö. Okay. Ah, da müssen wir hin. Diesmal gibt es keine Kämpfe mehr in diesem Part. So. Gesangseinlage gescheitert. Okay. Hauptsache, die reden das Gleiche. Genau. Und zwar hatten die da alleine die Gauner bezwungen. Ganz alleine. Oh, was ist das denn? Den kennen wir ja auch, ne? Aus Breath of Fire 2.
Hachio. Und da lief auch direkt schon die erste Ratte rum. Der macht die alle kalt und wirft die im Pott oder was. Da macht der Suppe draus. Warum auch nicht, ne? Oh, schon wieder was. Schon wieder Köstlichkeiten. Oh, ein großes Stück Fleisch. Brote. Eintopf. Gemüse. Frosch. Nee, war doch nicht. Ist auch kein Huhn. Dafür steht hier ein Schrank. Oh, Heilmittel, okay. So, und hier müssen wir dann so ein bisschen die Kamera schwenken. Zwischendurch. Weil Mausi versteckt sich hier. Quiek. Quiek. Oh, die Maus hat mir Käse gegeben. Wie süß. Damit ich sie in Ruhe lasse, bestimmt. Halt. Ach, guck mal, da haben wir ja Mausi. Hat sich hinter den Fässern versteckt. Oh, und sie hat jetzt wieder Angst. Ach, meine Güte. Na komm, dann gehen wir ihr wieder hinterher. Na, aber jetzt vielleicht hat gesehen. Hachio. Ne, sagt uns auch nichts Neues. Dann gehen wir mal hier hin. Okay, was passiert jetzt? Ach, ist ja Knast. Vitamin. Da ist ja gut. Mein Gott. Hat sie auch alles erledigt jetzt hier. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder nach oben. Mal gucken, ob noch was zu Bruch geht. Ob noch jemand kreischt. Geh ich noch mal hier hin. Ach, da ist sie ja. Okay, und sie will jetzt da runterspringen. Na super. Da hört sie an. Okay, entweder rettet Mausi Nina. Ach so, ja, genau. Mausi federt den Sturz ab. Sie sind jetzt aus der Burg erneut geflohen. Bumm. Alles klar. So, wir waren weich gelandet. Und Mausi ist erstmal außer Betrieb, vorübergehend. Das ist nicht gut. Na komm, dann bringen sie zu Momo. Du bist jetzt sowieso wieder aus dem Schloss raus. Und dann stößt sie zum Camp vor, wo Rio und seine Leute kampieren. Sitzen da schön am Feuer. Gar schmeißt schön Holz rein. Ja, und Momo vermisst Mausi bereits. Der ist getürmt. Ja, so nenne ich meine Katze auch manchmal. Ne, Mausi? Mausi? Mausi, Mausi? Ne, guck nur blöd. Wenn ihr das sehen könntet, guck nur blöd. Ach, Nina ist, dazugestoßen. Hallo Nina. Warst ja lange weg. Ach so. Kein Kuss mehr. Ab ins Zelt. Hm.
Man muss mir denn sagen. Guter Gar. Ja, das hast du uns quasi schon angeteasert. Oh, und das hat Nina gehört. Das wollte sie aber auch nicht hören. Was? Ihr meint, Nina könnte sterben? Aber da war wieder so ein Textfehler. Also Nina wollte eigentlich sagen, dass Rio sterben könnte. Ja, und das möchte sie jetzt gerade nicht wahrhaben, weil Rio Nina die ganze Zeit gerettet hat. Kann sie sich nicht vorstellen, dass so jemand die Welt zerstören könnte. Ist ein guter Drache, ist ein guter Jung, feiner Jung. Und sie möchte jetzt Leibwächter spielen oder was? Naja. So, das heißt, jetzt können wir eigentlich weitergehen, aber ich gehe jetzt direkt wieder ins Camp, ganz einfach. Und ja, jetzt gucke ich mir nochmal meine Energie an. Okay, alles gut. Und hier werden wir jetzt beim Camp bei einem gemütlichen Lagerfeuer den Part für beendet erklären. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der letzte Part vor Weihnachten. An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen wird nichts mehr kommen, morgen auch nicht. Ja. Ja, da möchte ich euch doch mal eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen, besinnliche Feiertage wünschen. Im Kreise eurer Liebsten, lasst euch reichlich beschenken. Habt eine schöne Bescherung und ihr kennt das Spielchen ja, ne? Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, nur nicht unternehmen wollen wir nicht. Ja, bleibt gesund, wascht euch die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald und frohe Weihnachten, euer Last Exit 1988. Tschüss!